Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu unseren Österreichern hier in Empire Total War mit der Dorfmatt. Wir stehen vor Berlin. Im letzten Part haben wir eine Schlacht um Schlesien geschlagen, die eigentlich kein großes Problem war. Und jetzt kommt es eben zu dieser großen, großen Schlacht um Berlin. Der Feind hat viele, viele, viele Milizen, hat viele Garnisons, Linieninfanteristen, normale Linieninfanteristen, Mörser, ein paar Kanonen in dieser Armee ein bisschen Kavallerie. Hier drüben sehr, sehr viel Kavallerie und weitere Kanonen und Infanteristen und einen sehr, sehr guten General. Genau, und wir haben ja eigentlich größtenteils Linieninfanterie, Milizen, Artillerie, Pikeniere, auch ein paar Panduren in diesen beiden Armeen. Und auch wir haben ganz vernünftige Generäle. Gut, Ludwig von Baden-Baden ist jetzt nicht ganz so gut. Das wundert mich aber auch nicht. Für einen Badener, für einen Badenser wundert mich das nicht. Alle Leute, die uns noch nicht kennen an dieser Stelle, sei gesagt, Heiko und ich, wir sind Schwaben. Also ab und zu mal so ein kleiner Badener Witz muss dann schon sein. Eigentlich habe ich gegen die Leute gar nichts, aber manchmal muss das einfach sein. Ihr kennt das mit Sicherheit von euren. Was weiß ich, aus den Bundesländern, aus denen ihr kommt, wo man so ein paar Witze drüber macht oder so, also nicht angegriffen fühlen an dieser Stelle. So, also, und dann haben wir noch den Prinz Eugen von Savoyen, der sehr, sehr gut ist. Und dann bin ich mal gespannt. So, wie diese ganze Sache hier wird. Ich würde mal sagen, kapitulieren wollen sie vermutlich nicht. Nein, wollen sie nicht. Dann werden wir eben gegen sie kämpfen müssen. Es sind bei uns auf unserer Seite über 10.000 Mann. Das ist natürlich 10.800 circa. Ist natürlich absolut krass. Und auf der gegnerischen Seite haben wir 4.900 in der Hauptarmee, 3.900 in diesen beiden Verstärkungsarmeen zusammen. Ja, also auch hier viele, viele Soldaten. Und dann werden wir uns die Schlacht anschauen. So, ja, ich bin da jetzt wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. Und wie sehr oder wie viele Verluste es auf beiden Seiten geben wird. Das wird natürlich auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Und dann können wir uns eigentlich auch schon Polen zuwenden, sobald wir Berlin erobert haben. Und die sehen aktuell auch nicht unbedingt sehr wehrfähig aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also das, was ich aktuell davon sehe, ist jetzt nicht besonders gut. Deswegen bin ich mal wirklich gespannt, wie das laufen wird. So, also schauen wir mal. Gut, die Truppen sind schon mal bereit. Die Pikeniere nehmen wir mal als die Nummer 2, also Kavallerie als Nummer 3, die Artillerie als Nummer 4 und mit den Panduren muss man mal gucken, was man mit denen machen. Und ist ja interessant, wir können hier bis da vorne uns positionieren und hier aber nur bis da, okay. Fällt mir auf, so wahnsinnig viel Infanterie habe ich jetzt in dieser Armee tatsächlich gar nicht drin. Jetzt wurden die Formationen geladen, auch mal schön. Aber die werden irgendwo hier in der Stadt stehen, vermutlich. Unsere Feinde. Ja, die Panduren nehmen wir mal nach da an die Seite. Den General nehmen wir hier hinten. Upsala. Hier hinten hin. Die Kavallerie positionieren wir einfach mal hier hinten im Wald. Und die Artillerie. Die steht erstmal hier, weil ich möchte erstmal sehen, wo der Gegner steht und dann werden wir das aufstellen, unsere Artillerie. Ah, die stehen ganz da hinten. Ja, gut, dass ich die noch nicht bereit gemacht habe. Oh, er hat sich hier sogar ein bisschen verschanzt. Die KI. Ja, da muss man aufpassen. Gibt auf jeden Fall, also das wird eine sehr verlustreiche Schlacht, liebe Leute, ich sag's euch.
Bin ich mal gespannt, ob wir die überhaupt gewinnen. Kann auch sein, dass wir jetzt hier aufgehalten werden und meine Pläne mit Polen noch warten müssen. Kann natürlich passieren. Was ich jetzt nicht machen möchte, ist mit meiner Kavallerie hier irgendwie diese eine Einheit, die da, oder diese einzelnen Einheiten, die jetzt da spawnen, anzugreifen. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Oh, unsere Artillerie flüchtet hier unter Umständen schon bald. Ist natürlich nicht so schön. Wird Zeit, dass wir hier auch schießen können. Vor allem erstmal auf die feindliche Artillerie ist sehr, sehr wichtig. Boah. Ich würde sagen, wir müssen uns hier mal ein bisschen beeilen. Sonst gibt es hier echt viele Verluste. Auch wieder ein richtig krasser Schuss durch unsere Reihen. Also hier hinten liegen schon ganz, ganz viele von unseren Soldaten. Hui. So, werden wir mal auf die feindliche Artillerie schießen. Mal gucken, ob die auch da drauf schießen. Ja, es sieht gut aus. So, hier vorne stehen nirgends mehr feindliche Einheiten. Dann würde ich sagen, rücken wir jetzt hier einfach mal vor. So, die stehen jetzt auch gut bereit. Perfekt. Eine Einheit dieser Piken würde ich dann doch gerne hier hinten lassen. Und die Panduren können wir auch mal noch nach hier vorne entsenden. Kavallerie nehmen wir mal hier hin. Und dann sollen die sich alle mal ein bisschen beeilen, bevor sie hier abgeschossen werden. Das erinnert mich gerade irgendwie an diesen Film Gettysburgers, die dann da stürmen über die freie Fläche und überall schlagen die Kanonenkugeln ein. Das war ein sehr, sehr guter Film übrigens. So, wir stellen uns ein bisschen breiter auf. Schadet sicher nicht. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, wie diese Schlacht hier laufen wird. Ja gut, die werden wir jetzt halt so angreifen müssen. Die stehen jetzt hier einfach schon ein bisschen zu nah an unseren Soldaten. Bürger mit Musketen haben wir hier und Infanterieregimenter. Ich werde hier jetzt mal mit einem Kavallerieangriff beginnen. Und die Schlacht läuft. Jetzt hier natürlich ein paar Artilleriekugeln rein in diesen Laden. Das wäre natürlich jetzt auch Hammer. Also die KI ist halt mal wieder komplett bescheuert. Oh je, Leute, warum macht ihr nichts Vernünftiges? Wir könnten uns halt echt extrem viele Verluste zufügen, wenn sie mal was Sinnvolles tun würden. So, hier gibt es jetzt den Kavallerieangriff auf jeden Fall. 500 Bürger mit Musketen. Oh, hier hätten wir vielleicht mal unsere... Oh, die haben Bajonette drauf. Ja, wir werden jetzt hier mal mit diesen beiden Einheiten mit Bajonetten angreifen. Die restlichen mal noch nicht. Stimmt, ich glaube, die Preußen haben am Anfang schon Bajonette freigeschalten. Diese ersten zumindest. Natürlich heftig. Sie dann einsetzen. Aber dafür sind sie auch ein bisschen zu langsam vorgerückt, ehrlich gesagt.
um die wirklich tödlich einsetzen zu können und uns empfindlich zu schwächen. So, Leopold von Anhalt-Dessau ist tot. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter General. So, dann greifen wir die Gendarmerie hier an. So, und mit diesen Regimentern hier, oder wo sind unsere, ja, die Regimenter, genau, und die beiden Pikeniere, dürfen dort mal angreifen. Oh, unser Ludwig von Baden-Baden ist gestorben. Ach, den habe ich hier mitgeschickt. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte den gar nicht hier mitschicken. Ist natürlich jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Naja. Egal. So, hier kommt eine Einheit Kavallerie. Bin mal gespannt, ob die flüchten, bevor sie uns erreichen hier. Ja, so wie es aussieht schon. Wo sie noch komplett voll sind, das ist auch traurig. So, hier hören wir auf zu schießen erstmal. Ich mag Pikeniere, das habe ich vor kurzem schon mal gesagt. Ich mag die immer noch. Die sind irgendwie cool. Oh, unsere Panduren flüchten. Ich mag die eh nicht. Irgendwie die sind so sinnlos. Oh, unsere Kavallerie hier hinten schlägt sich natürlich nicht so gut. Ziehen wir uns mal zurück, solange sie noch können. So, die Hauptarmee ist tot. Gunther Edelmann ist auch tot. Das war der Hauptmann von der Verteidigungsarmee hier, glaube ich. So, meine Artillerie steht hier hinten. Die können wir mal wieder aufprotzen. Und dann irgendwo hier nach hier drüben entsenden. Und hier werden wir uns mal ein bisschen breiter aufstellen. So, hiermit werden wir jetzt da entgegenmarschieren. Die Fernkämpfer, also unsere Musketiere oder unsere Linieninfanterie, die können sich hier aufstellen. Die müssen da jetzt nicht in den Nahkampf mit rein oder so. So, die machen die Kavallerie hoffentlich platt, oder? Ja, sieht gut aus. Hier flüchten hunderte preußische Soldaten. Das sieht man auch nicht alle Tage, fliehende preußische Soldaten. Manchmal sind da irgendwie so komische Soundaussetzer drin, das bitte ich zu entschuldigen. Das ist, keine Ahnung, was das ist, um ehrlich zu sein. Ah, ne, jetzt leckt es gerade irgendwie. Wenn ich hier auf schneller Vorlaufen mache. So, und wir werden auch jetzt hier noch eine Einheit mit Bajonetten brauchen, unbedingt. Die ganze Kavallerie, die der Gegner hier entsendet. Oh, das gibt ein Gemetzel. Wir werden unsere Artillerie nur ein bisschen schwenken oder hier herholen, so ungefähr. Wird man versuchen, da noch reinzuschießen, wenn es diesen Kampf bis dahin überhaupt noch gibt. Weiß ich ja noch gar nicht. So, die helfen jetzt hier auf jeden Fall gut mit ihren Bajonetten. Da bin ich von überzeugt. Wobei natürlich ein Quadrat hier noch sinnvoller wäre. Haben es die jetzt eigentlich da hinten mal endlich? Ja, gut. Da ist natürlich jetzt eine ganz schöne Distanz bis hier rüber. Oh, das sind viele Verluste hier. Ja, unsere Kavallerie sieht alt aus, so langsam aber sicher. Ja, wir brauchen definitiv hier die Truppen. Also verlustreich wird schon, aber sie hätten es durchaus noch verlustreicher gestalten können, unsere Feinde. Das ist auch wahr. So, und ihr...
Werdet euch jetzt hier mal neu sortieren. Und dann werden wir uns jetzt hier erstmal zurückziehen. Ah, die flüchten auch, okay. Und mit euch ziehen wir mal hier rüber. Gut, okay. Wir werden uns neu formieren. Die Kavallerie-Schlacht hier ist sowieso so gut wie verloren. Die Frage, gut, ob man sich jetzt dann vielleicht doch noch zurückziehen soll, wobei so viel zum Zurückziehen gibt es ja auch nicht mehr. So, ihr stellt euch hier neu auf. Den sammeln wir uns hier. Also wir sehen, da hinten kommen auf jeden Fall noch einige Truppen. Ich habe das ein bisschen unterschätzt hier, weil der andere Kampf hier drüben so gut lief. Ihr müsst euch das mal anschauen, wie viele tote Preußen hier liegen. So. So, die hier werden auf jeden Fall mal bereitgehalten für den Nahkampf. Die sind für mich jetzt alles Pikeniere, Nummer 2, Einheit 2. Sozusagen. So was, solange die Schlacht da hinten noch tobt mit der Kavallerie, werden wir jetzt unsere Artillerie hier noch auf den Hügel bringen. So ein bisschen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Position. Wir könnten uns natürlich auch noch weiter zurückziehen, aber ich denke, hier will ich die Schlacht suchen. Und da flüchtet unsere Kavallerie. Jetzt müssen wir nur ganz schnell unsere Speerträger hier vorschicken. Das ging jetzt dann doch relativ zügig, wie die jetzt da unsere Kavallerie angegriffen haben und besiegt haben. Oh oh. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass hier nicht noch mehr Einheiten von uns die Bajonette aussetzen müssen. Das würde mir nicht so gut gefallen. Oder sowas in die Richtung. Aber es flüchtet halt jetzt auch brutal viel. Oh oh. Huiuiui. Warum flüchten die denn alle jetzt hier? Und das nächste Regiment, das jetzt hier definitiv Bajonette braucht. Wahrscheinlich, weil unser General auch tot ist, deshalb. Gut möglich, auf jeden Fall. Dann sollen sie sich jetzt lieber mal ein bisschen schneller hinstellen, unsere Artilleristen. Hui! Also die Truppen hier flüchten, die Verstärkung ist schon auf dem Weg. Oder ist der General von uns, den möchte ich jetzt erstmal ein bisschen in Sicherheit bringen. Dass der jetzt auch noch stirbt, weil wir sehen, was das hier für einen fatalen Einfluss hat. Wenn der General stirbt. Die Artillerie soll flüchten. Die schafft es jetzt hier. Beziehungsweise, ja, zieht euch einfach hier hinten hin zurück irgendwie, aber ihr werdet jetzt eh angegriffen. Hui! Ja, das sind mehr Verluste als erwartet, definitiv. So, wir werden jetzt ein bisschen vorspulen gerade mal. Das Problem ist, unsere Truppen werden jetzt auch nur so nach und nach in das Gefecht eintreten. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Ist die Frage, was können wir mit unserer Kavallerie jetzt hier töten schon mal? Also da hinten flüchten ja unsere und die rennen da hinterher. Ich würde sagen, wir können hier mal mit unserer Kavallerie hier ein bisschen aufräumen.
Und dann können wir da hinten die feindliche Artillerie töten. Und dann werden wir unsere Artillerie hier, unsere neue, aufstellen. Diese erste Einheit Linieninfanterie mal dahinter. Haben die eigentlich komplett schon Bajonette? Oh, die haben komplett schon Bajonette drauf. Ja, die Preußen. Mit denen ist dann natürlich nicht zu spaßen. Die haben schon die Ringbajonette. Gut, aber diese eine Einheit konnte da jetzt auch nichts gegen tun, wenn man mit so viel Kavallerie hier angeritten kommt. Ganz klar. Die müssten doch auch drauf haben, oder? Ja. Die sind natürlich schon ein ganz anderes Kaliber hier. Greifen wir hier mal die feindliche Kavallerie noch an. So, mit meinem General werde ich ein bisschen weiter zurückreiten. So, die Artillerie, ich habe doch beide haben wollen. So, jetzt, okay. Oh, ist dann ja einer zurückgekommen? Ja, tatsächlich. Oh. Aber wird wahrscheinlich nichts bringen, außer wir setzen jetzt hier auch die Bajonette auf. Ja, klappt sogar einigermaßen. Den einigen unserer Soldaten. Dann schafft ihr es vielleicht jetzt auch noch gegen die zu kämpfen. So, und die nächsten Einheiten kommen. Hier werde ich mal angreifen. Oh, hier die Artillerie angreifen. Bevor wir hier abgeschossen werden. Gut, die sind jetzt so gut wie tot. Egal. So. Ja, die sollten relativ schnell besiegt werden. Die kämpfen da hinten verzweifelt gegen die feindlichen Kavalleristen und scheinen dabei auch zu verlieren. Aber noch eine zweite Kavallerieeinheit hier hinten aufgetaucht ist. Die eine haben sie sogar ganz gut runtergekriegt. Ah, die flüchten jetzt, dann sind es neue Hoffnung für die jetzt, würde ich sagen. Oh, die flüchten. Rückzug. Die haben keine Munition mehr, na super. Und zieht euch einfach mal zurück. So, und ich würde fast sagen, jetzt ist eigentlich ein perfekter Moment angekommen, ja, meine ich, um mal einen kleinen Cut zu machen. Weil die Schlacht wird auf jeden Fall noch eine Weile gehen. Wir müssen ja auch hier hinten hinlaufen und so weiter. Das braucht natürlich alles seine Zeit. Und unsere Truppen neu formieren. Ich denke, deswegen ist das jetzt ein guter Moment, um hier mal diesen Part erstmal zu beenden. Aber wir werden, bevor ich den Part beende, ich verabschiede mich jetzt schon mal, aber wir werden jetzt mal kurz ein bisschen übers Schlachtfeld drüber scrollen. Und ich sage in der Zeit mal nichts. Also ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.